Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder der Jens Lissert mit der nächsten Stunde Musikgeschichte Unterricht. Und heute machen wir mal die Anfänge von European Techno Music und was alles damit dazugehörte, wie zum Beispiel Le Louis French Kiss und so weiter. Und auch meine Techno-Anfänge kommen heute drin vor. Und das Spektrum bewegt sich im Zeitraum von 1987 bis 1991, 92. Und das ist also jetzt mal so ein Sortiment, was ich rausgesucht habe. Wie ihr sehen könnt, alles schön, schön verteilt. Und jetzt fangen wir mal an. Auf geht's mit einer kleinen Techno-Lesson. Das ist sozusagen eine Kultnummer 88 oder was. Die Gruppe KLF aus England. Mit What Time Is Love. Das ist jetzt die A-Seite. Ohne Beats. Und schon mal ganz klar, damals war ich in der Königsburg und das war halt eine der Hymnen. Le Louis French Kiss, 1989 Ibiza, Amnesia, ich bin nämlich DJ Alfredo, spielt diese Platte und ich so, wow, ein Break, was ist denn das für eine geile Nummer. Ja, ich direkt nicht nach einem Plattenladen auf Ibiza und versuche die Platte zu bekommen, habe noch die letzte US-Importmarke bekommen. Ja, der Rest ist Geschichte, ne? Le Louis French Kiss, ich würde mal sagen, ein Meilenstein in der Hausmusikgeschichte.
Dorian Gray Frankfurt, der ist leider verstorben. Die Nummer Abfahrt Alone is Me war auch eine Kult-Hymne damals, Vorbereiter für den deutschen Techno-Sound. Mit dem Sample aus dem Blade Runner, aus dem Film. Eine geniale Nummer. Mit einem mega Intro. Das habe ich jetzt weggelassen, aber das Intro alleine war schon irgendwie sehr geil.
Jack Lux tanzen kenne ich mich auch aus. Ich habe Elvis gefunden. Was? Ich habe Elvis gefunden. Waffen der Königsburg drauf. Das war die allererste Interactive Platte. Genau. Mit den Bildern von der Königsburg. 89. Reactivate.
toll, die belgischen Jungs, die haben immer vor allen Produktionen ganz tolle Intros gebastelt, wie gerade jetzt hier bei der Abyss-Nummer. Und da hat man natürlich nicht gemixt, sondern hat man mir so einen sogenannten Cut gemacht. Das heißt, haben gestoppt und einen Cut reingemixt, weil man halt dieses tolle Intro spielen wollte. Das waren so ein Erkennungsmerkmal in manchen Schallplatten. Ein wunderschönes Intro. Jesus, I was guilty. Sehr coole Nummer. Digital Orgasm. Du redest die ganze Zeit von, dass die Platte raving ist. Was bedeutet für dich raving? Also Rave, die Rave-Partys kamen ja eigentlich aus England. Das ist so eine genannte Raven. Das kam aus dem Summer of Love 1988. Da sind sie sozusagen die Rave-Partys, die illegalen Rave-Partys entstanden. Leute dann irgendwie einen Geheimcode und weitersagen, wo ist die Rave-Party? Auf dem Lande, irgendwo versteckt, Off-Locations. Und da war auch die Zeit der Acid-Musik. So Acid speziell, kommen wir nochmal in einer der nächsten Sessions. Das ist halt Rave. Wir gehen Rave. Let's go party. Eine Hymne aus Belgien und wieder ein Cut mit Effekt, weil der Anfang dieser Nummer war einfach kongenial. Es war wirklich
Was Neues? Mit den Flächen. Solche Platten musste man halt von Anfang an spielen und ohne reinzumixen, weil das waren einfach dann die Kunstwerke. Was hast du eigentlich für ein T-Shirt an? Achso, ja, das ist das Tour-Shirt. Das ist das 92 zur Interactive Tour. Dildo Hus Elvis in Mexiko. Das haben wir extra gedruckt für uns. Aber wir hinten brauchen noch Elvis in Mexiko. Da gab es noch exklusive Bomberjacken von. Du hast uns gerade die erste Platte von Interactive gezeigt. Wie ist es eigentlich zu Interactive damals gekommen? Hab ich ja gerade erklärt. Das habe ich ja gerade eben erklärt. Ich habe im Dorf und wieder aufgehört, um wieder in die Königsburg zu kommen. Und ich dachte, für meinen Einstand 1990 habe ich dann, 89 war es glaube ich, habe ich dann halt Interactive das Projekt an dem ins Leben gerufen, My Baby. Und diese Platte produziert, der Takeaway. I feel one with the universe. I'm a flow, not
Naked. Die Generation von heute. Ja, also, wir wussten ja selber nicht, was da auf uns zukommt. Es war halt irgendwie, der Anfang mit Hausmusik war gemacht, was Neues, Tanzbares, auf einem konstanten BPM-Niveau, um die 120 immer. So, und dann fing natürlich die DJ-Kultur an, als die DJs anfingen zu produzieren. Und da waren natürlich mehr Möglichkeiten, ganz neu. Jeder kreative Kopf hat dann irgendwann mal ein eigenes Genre erfunden oder eine Platte produziert, die in einem neuen Genre zugeordnet wurde. Zum Beispiel Trance, Techno, Hardcore, Gabba. Das gab ja damals nicht viel. Es gab erst nur House und dann gab es nur Techno. Wie hast du die Zeit erlebt? Wie gesagt, also meine Anfänge waren irgendwie in der Königsburg, wo ich Techno mit groß gemacht habe in Deutschland. Und dann habe ich 1990 einfach aufgehört, da gekündigt, weil ich meinen ersten Hit produziert habe mit dem Ramon Zenker zusammen, Who is Elvis? Und da ging's und, so. Da gingen die Verkäufe durch die Decke. Innerhalb von 4 Wochen haben wir 10.000 Vinyls verkauft. Ich muss dazu sagen, wir haben unser eigenes Label gemacht damals, No Respect Records, das war die Nummer 001, Phänomenia, Who is Elvis? Und da war ja auf einmal die Idole der ganzen kleinen Techno-Partys. Kleine Rave-Partys und man wurde überall gebucht. Das heißt, jedes Wochenende irgendwo unterwegs in Deutschland, in die 90er, Anfang der 90er, und man konnte die geilsten Platten spielen. In Plattenladen gehen, neue Sachen kaufen, und man konnte alles spielen. Das war einfach so genial. Auf einmal wart ihr
Idol einer ganzen Generation von Musik. Genau. Thank you.
Gesichter. Ecstasy, Ecstasy. Ramirez-Single. Ramirez war ja später berühmt als Techno-Act mit Hablando und mit Al Gallinero und Una Musica Tremenda. Ist das die erste Single gewesen? Und diese Maxi-Single, die war halt damals sehr selten. Und mein Kollege Sven, geht aus Frankfurt, und ich waren einer der wenigen, die diese Nummer hatten. Und wir haben immer diesen Dub-Mix gespielt. Mit wenig Vocals. Und wir haben uns damals so eine Platte besorgt. Ja, er hatte sich wahrscheinlich in Frankfurt besorgt und ich hatte eine hier irgendwo bekommen. Baseline.
meinen beiden Fingern. Ich gucke, guck, wow, 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 wow. Ich gehe zu meinem Kollegen Ramon, Ramon, hör mal. Wow, 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 wow. Klingt cool. Lass uns mal die einfachen zwei Finger bis oben spielen. Eine fette Bassline, eine Sägezahn-Bassline. Und da war's. So, dann haben wir noch an die... ein Sample gesucht und dann dachte ich, das ist mal Elvis Presley Sample, das war meine Idee. Und ich habe noch eingesprochen, wo ist Elvis? Da ist der Elvis. Wo ist dein Job? Wann kam die Platte raus? Das ist 91. Was hat sie da so für eine Auflage? Also unsere erste Auflage als Phänomen ja war, ja. Die Story war folgendermaßen. Wir haben das als Phänomen ja, das Projekt des Lebengruppen, als noch Respekt, unser eigenes Label, Nummer 001. Und wir waren zu dem Zeitpunkt waren wir bei Dance Street unter Vertrag und hatten eigentlich alle Labels mit Produktion bedient und hatten Who's Elvis fertig. Also haben wir gesagt, wir machen ein eigenes Label. So, dann baten sich das an, dass Who's Elvis ein Hit werden könnte. Und der Dieter Stürmer von Dance Street sagte dann, ist mal auf, Jungs, ihr habt ja unser Projekt Interactive bei mir. Und ihr könnt es so machen, dass ihr Who's Elvis covert als Interactive, weil das wird ein Welthit. Oder ich lasse es halt irgendwie covern von einem meiner Produzenten. Und dann machen wir natürlich in der Zwickmühle, was macht man eigentlich nicht, sich selbst covern, weil wenn man eine Produktion macht, zu einem Label geht und sich verkauft, sagt das Label ja. Und nächste Woche kommt das gleiche Projekt mit einem anderen Namen bei der anderen Plattenfirma raus. Das heißt, wir waren in der Zwickmühle und haben dann gesagt, okay, dieses eine Mal machen wir das. Und haben dann nochmal Who's Elvis als Interactive gemacht, was dann nämlich ca. 200.000 Maxi-Singles in Deutschland verkauft hat. Knapp an dem Goldstatus vorbei. Weltweit ca. 3 Millionen, 4 Millionen Copies verkauft hat mit Compilations, Bravo-Hits und was für alles bei war. Ja, das ist sozusagen einer der großen Techno-Hits der 90er Jahre.
der Speedy J-Version von Something for Your Mind, gemeint, Body and Soul, aus einer amerikanischen Hausproduktion, The Realm. Die Human Resource mit dem Dominator. Und damit haben wir heute auch zum Abschluss. Und sozusagen die Anfänge, wo es mit Techno richtig losging. I'm bigger and bolder and rougher and tougher and other words sucker, there is no other.
zum Abschluss. Es war wie immer orgasmisch. Und damit Dankeschön und bis zum nächsten Mal, wo wir dann vielleicht nochmal eine Funk-Session haben. Oder ich habe noch an die 80er Jahre, was alles so sonst noch lief, in den Diskotheken, habe ich auch noch vorbereitet. Aber lass dich überraschen und Ende, over, aus. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, unser Klassenzimmer.